Herzlich willkommen hier bei We Love MMA, heute zu einem neuen Interview und zwar mit einem Veteran des deutschen MMA und zwar Sebastian Baron. Sebastian, grüß dich. Hi. Dein nächster Kampf steht fest. Nach 7 Jahren kehrst du zurück und triffst bei We Love MMA 63 ebenfalls gegen einen Veteran. Das ganze Event findet in Düsseldorf statt. 7 Jahre nach dem letzten Kampf. Was ist in den letzten 7 Jahren so passiert bei dir? Auch erstmal habe ich mir in meinem letzten Kampf die Hand gebrochen und hatte dann relativ lang Drähte in der Flosse und musste mich auch umgewöhnen. Ne? Der Finger wird nicht mehr ganz so gerade, wie er das vorher war. Und dann hat schon 2, 3 Jahre gedauert, bis ich den Winkel dann hingekriegt habe und mir nicht mehr selber wehgetan habe beim Boxen. Dann sind viele andere Sachen passiert. Und dann wollte ich Anfang 2020, wollte ich kämpfen, auch bei euch, ebenfalls in Düsseldorf. Und dann bin ich krank geworden. Habe den Kampf abgebracht, habe allen gesagt, egal, ich kämpfe dieses Jahr noch. Und was dann aus 2020 geworden ist, das für alle, ne? Naja, und dann ging das so weiter. Corona hat dann auf mein Gym und auf mein Privatleben starke Auswirkungen gehabt. Und jetzt bin ich wieder in der Spur. Jetzt habe ich den Kopf wieder frei, ich trainiere wieder richtig. Und das macht Laune. Und jetzt kann ich diesen Kampf dann endlich machen. Ja, und das, wie ihr mir den Benjamin vorgeschlagen habt, finde ich cool. Ja, ich denke, das passt. Das ist ein gutes Match. Und wollen wir mal gucken, wer an dem Tag besser ist. Du hast natürlich über die letzten Jahre oder fast schon Jahrzehnte, dein Profi-Debüt war 2005, natürlich viel erlebt. Und dadurch, dass dein letzter Kampf 2016 war, du kämpfst 2023 haben wir mittlerweile wieder. Was hat sich seit deiner 2007, 2008 Zeit geändert? Was ist so in deinen Augen die größte Änderung, wenn du von diesem Sport ausgehst, damals versus heute? Es hat natürlich auch da ein personeller Wechsel stattgefunden. Ne? Also die Kämpfer, die damals angesagt waren, da hat sich das Rad der Zeit weitergedreht. Die sind teilweise auch schon weg vom Fenster. Ne? Dann haben einige wenige da für einen großen Hype gesorgt. Nicht unbedingt auf eine Art, wie es mir gefallen hat, aber so wie es sich halt vermarkten ließ. Der Sport ist noch etablierter als vor ein paar Jahren. Und es gibt natürlich immer mehr Gyms, es gibt immer mehr Leute, die den Sport treiben und stehen. Bei allen wird das Grappling besser, bei allen wird das Ringen besser. Ja? Und das hat auf jeden Fall an Qualität gewonnen. Du hast deine eigene Kampfsportschule, die Kampfsportschule Baron in Wuppertal. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie sieht so deine Vorbereitung aus? Vor allem, weil du dich wahrscheinlich natürlich trotzdem auch um den Betrieb kümmern musst. Schränkt dich das vielleicht ein oder ist das vom Vorteil, weil du ja quasi den ganzen Tag an der Quelle bist? Das heißt, du bist ja den ganzen Tag in der Schule wahrscheinlich. Wie sieht so deine Vorbereitung aus? Größtenteils mache ich Sparring. Also ich mache gar nicht so harte Kondi-Einheiten, da habe ich gar keine Zeit und keinen Bock mehr zu. Ich gehe zum Tagessparring, ich gehe zum Ringen, ich gehe zum Jiu-Jitsu und Jiu-Jitsu und mache zwischendurch einzelnen Leuten MMA-Sparring, um halt auch mitnehmen zu können. Also ich habe den Kopf wieder frei, ich bin gut aufgestellt, ich habe für alle Kurse gute Trainer, die mich entlasten. Das ist so der wesentliche Faktor. Jetzt bin ich einmal schon zu Freunden gefahren zum Training, werden wir jetzt öfter machen, damit man mal so ein bisschen rauskommt und gute Laune auch behält und nicht irgendwann denkt, boah, ich kann das Bild nicht mehr sehen. Ja. Und von wegen, ich sitze ja die ganze Zeit an der Quelle und trainieren, das ist halt auch meine Arbeit. Ja, also ich war heute Morgen ein paar Stunden da und habe Orga gemacht. Ja. Ja, mich um Reparaturen gekümmert, ein paar informelle Gespräche mit einer Mitarbeiterin und mit einer Softwarefirma und so weiter. Und irgendwann muss man dann auch mal nach Hause. Ne? So, ich brauche eine Mittagspause, ich muss mir zu Hause was kochen, meine Katzen füttern und gleich ist dann Training. Erstmal Unterricht, den Kindern Kung Fu beibringen und dann wird gerollt. Du hattest gerade gesagt, du machst vor allem sehr viel Sparring. War das vielleicht auch so einer der Anhaltspunkte, als du ein Sparring gemacht hast und gemerkt hast, jawohl, du hast es immer noch drauf, du hast immer noch dieses Feuer, du willst es immer noch wissen im Käfig? Um ehrlich zu sein, war es andersrum. Ich habe dann, nachdem ich mich entschlossen habe, wieder zu kämpfen, habe ich dann wieder beim Sparring mitgemacht
habe erstmal gedacht, boah, jetzt muss der wieder auf die Schnauze hauen. Ja. Weil das ist ja nicht so, dass die jüngeren Leute, die im Gym sind, die Anfang 20 bis 30 oder was sind, die richtig Gas geben jede Woche drei, vier Mal, dass sie nichts können. Im Gegenteil, da muss man ganz schön anstrengen. Ne? Das ist auch geil, da werde ich gefordert. Ja, und so viel kann man doch nicht. Also wir sind alle vernünftig, ne? Wir hauen nicht voll zu, wir sind ja nicht blöd. Ja, Boxen macht blöd und hässlich, muss man nicht drüber reden. Also, ja. Also ich habe gute Trainingspartner in allen Sportarten und ja, was soll ich jetzt groß einzelne Technik üben? Also ich habe 30 Jahre lang Techniktraining auf Buckel und sehr intensive Vorbereitungen. Ne? Und Schwimmen lernt man nicht am Beckenrand, das lernt man nur im Wasser. Also wird Sparring gemacht. Ja, absolut. Und dann mal gucken, was alles noch da ist, was abzurufen ist, wie das in der Reaktion klappt. Ne? Und dann geht es auch immer darum, den anderen zu verarschen. Und ja, wie gesagt, ich habe Leute, die nach Leibeskräften verarschen, ja. Und versuchen, ja, mir die Arme auf halb acht zu drehen oder mich auf den Boden zu knallen oder mich halt das schult. Würdest du dann sagen, du hast gar nicht mal so diese klassische 8 bis 10 Wochen vorher, 2 Einheiten am Tag, die du so durchziehst, wie man das meistens kennt, sondern du hast das Game quasi ja durchgespielt. Du hast das ja schon so lange, du bringst den Leuten andere Techniken bei, du brauchst keine Techniken unbedingt mehr beigebracht bekommen. Hast du trotzdem diese 8 bis 10 Wochen vorher, in denen du so richtig durchziehst, oder es ist jetzt ein bisschen eine Ausnahmesituation, weil du natürlich ein bisschen länger nicht gekämpft hast. Aber wie sehen bei dir so jetzt eben diese letzten Wochen vor dem Kampf aus? Nee, also diese 8 bis 10 Wochen, die mache ich nicht. Ich hatte das ohnehin vor meinen Kämpfen schon reduziert, weil bei 8 bis 10 Wochen die Verletzungen einfach zunehmen und man kann dann wirklich irgendwann das Gym auch nicht mehr sehen. Ja, also das ist wie jeden Tag Erdbeerkuchen essen, da willst du halt irgendwann Wurstbrot, da hast du keinen Bock. Das soll ja noch Spaß machen. Ne? Also ich gehe relativ entspannt an, ich mache mir keinen Druck. Ich will ja auch nirgendwo mehr hin. Ich habe Bock zu campen. Letztes Jahr war ich das erste Mal seit 20 Jahren Snowboard fahren, weil ich das geil finde und das hat super geklappt. Ja? Und keine Ahnung. Also ich bin jetzt 48, ich will keinen Marathon laufen. Ich will einen Kampf machen, vernünftigen. Ja? Guck natürlich, dass meine Kondi stimmt, aber scheiß selbst. Ne? Ich will mir einfach keinen Stress machen. Ich kann nicht 10-mal die Woche trainieren. Ich habe keine Zeit für. Du hast einfach Bock zu kämpfen. Genau. Jawohl. Den Kampf sehen wir. Und zwar am 11. Februar im Castello in Düsseldorf. Sebastian Baron, vielen Dank für deine Zeit. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, ich freue mich auch drauf. Danke an Benjamin Russ, dass er den Kampf angenommen hat. Ja, wir sehen uns. Ich hoffe, er ist auch gut drauf. Ich hoffe, wir kommen beide verletzungsfrei durch die Vorbereitung. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, und dann gucken wir am 11.2., wer besser ist.